Also ich zeige euch jetzt mal meine erste Variante vom 7-Meter-Strich. Und zwar, ich stelle mich ein bisschen rechts von der Linie auf, mit dem Ball in der linken Hand, versuche durch eine Wurftäuschung den Torhüter ein bisschen in Bewegung zu bringen und dann beim Hochziehen nehme ich den Arm hoch, versuche mit dem Körper den Torhüter auch auf meine rechte Seite zu bringen und dann versuche mit meinem Handgelenk den Ball eben hier um den Torhüter zu drehen. Also jetzt zeige ich euch die zweite Variante, die ich ganz gerne mache. Ich stelle mich mittig bis ein bisschen rechts vom Strich, versuche mit der Wurfvariante dem Torhüter zu zeigen, dass ich einen harten Wurf machen möchte, lasse ihn aber am Ende nur über mein Handgelenk und meine Fingerspitzen drüber rollen. Viele Torhüter bewegen sich da in dem Moment, wenn ich voll durchziehe. Und dann ist eben das Ziel, dass denn der Ball über die Hand oder über den Kopf vom Torhüter im Tor landet. Wobei das Standardbewegen vom Torhüter auch oft von oben nach unten ist. Und den Moment benutzt er dann auch. Genau. Würde ich hart werfen, würde er ihn wahrscheinlich halten mit der Hand unten. So kriegt einfach eine Kurve hin, wo sich der Torhüter dann runter bewegt. Ich zeige euch jetzt meinen dritten Favoriten, den ich ganz gerne mache. Das Gegendreher nenne ich den oder nennt man den. Dazu stelle ich mich auch ein bisschen rechts von der Linie auf. Versuche durch eine Täuschbewegung den Torhüter ein bisschen zu bewegen. Dann gehe ich meistens noch mal hoch und versuche dann mit der linken Hand, also mit meiner Wurfhand, zu zeigen, dass der Ball gerade geht. Und mit dem Handgelenk drehe ich ihn dann nach rechts. Wobei den Torhüter dann der Hand von Robert folgt, sodass er den Schritt macht. Und auf den Moment überrasche ich mich. Jetzt versuche ich euch die vierte Variante zu erklären, die ich ab und zu auch ganz gerne mal anbringe. Und zwar ist es der Wurf durch die Beine des Torhüters. Und dazu sind ein, zwei Täuschungen notwendig, um ihn eben ein bisschen in Bewegung zu kriegen. Und dazu eben ziehe ich auf am Punkt, stehe auch wieder, ja, ein bisschen rechts, das ist vielleicht so mein Ding. Versuche eben durch eine Wurftäuschung ihn ein bisschen zu bewegen. Zieh nochmal hoch, mach eine Hebertäuschung, wenn er offensiv steht. Und meistens, meines Erachtens, denken dann die Keeper, wenn der Heber nicht kommt, kommt ein harter Wurf. Und dann ziehe ich nochmal durch und dann lege ich ihn durch die Beine. Mir hat es riesen Spaß gemacht, euch meine vier Lieblingsvarianten vom 7-Meter-Punkt zu zeigen. Jetzt seid ihr an der Reihe. Ich hoffe, wenn die Hallen wieder offen sind, könnt ihr das nachmachen und habt viel Spaß dabei. Ciao. Ciao. Ciao.